So, ihr Pfeifenfreunde auf YouTube, herzlich willkommen in meinem neuen Raucher- und Arbeitszimmer zu meinem ersten Video hier. Manche von euch haben vielleicht mitbekommen, dass Rallye Grufti Ralf auf Facebook uns eine Pfeife vorgestellt hat, die er in China bestellt hat, eine Ebenholzpfeife, und doch mit der Qualität recht zufrieden war. Ich war jetzt Ende Dezember bei ihm und habe dort diese Pfeife in Augenschein nehmen können, in der Hand gehabt, und muss sagen, hat mir richtig gut gefallen. Und daraufhin habe ich dann den Vorstoß gewagt und habe mir den Verkäufer in der Bucht mal angeschaut und habe eine Pfeife gefunden, die mir sehr gut gefallen hat, und habe die dann gekauft. Ich verrate den Preis jetzt auch, für 13 Euro inklusive Versand und Verpackung. Kommt aus China. Aus Shenzhen, Guangdong, China. Und in diesem Päckchen befand sich, mit ein bisschen Schaumstoff umwickelt, die Pfeife. In einem zugegebenermaßen nicht hochwertigen, aber doch praktischen Beutelchen fand sich diese Pfeife. Braunes Ebenholz, also kein schwarzes, schön schwer, mit einem mit einer metallenen Verzierung und ein schwarzes Ebonit-Mundstück, eine gräuliche Einrauchpaste in der Mitte. Ja, eine, weiß nicht, wie nennt man sowas jetzt? Das ist fast eine Bent Poker oder was, als Sitter. Ganz nettes Füllvolumen. Ja, nicht schlecht, so für 13 Euro, gell? Insgesamt bin ich auch ganz zufrieden. Wären da nicht ein paar störende Einzelheiten. Was von außen gleich auffällt, ich hoffe, man kann das jetzt gut sehen, ansonsten stelle ich noch ein Foto ein. Auf der einen Seite ist die Metallapplikation ziemlich verkratzt. Und zwar relativ tief, so dass ich nicht weiß, ob ich das per Hand rauspolieren könnte. Das zweite ist, als ich das zweite Mal das Mundstück abdrehte, ja, blieb der Zapfen drin stecken. Der sitzt in der Pfeife, im Pfeifenkopf, relativ dicht und fest. Dafür war er da nicht wirklich gut festgeklebt. Das dritte, was mir auffiel, und jetzt brauche ich mal einen Pfeifenstopfer, war, dass das Zugloch sehr schön exakt unten mittig in der Tabakkammer rauskommt. Es aber, wenn man es von der anderen Seite anguckt, deutlich schräg gebohrt ist. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, es ist eine Filterpfeife, das heißt, da hat es sowieso etwas Spiel. Ja. Ich baue sie jetzt einfach mal wieder zusammen, um sie euch nochmal im Ganzen zeigen zu können. Gut, es ist jetzt kein sehr elegantes, elegant ausgearbeitetes Mundstück oben. Das finde ich jetzt aber nicht ganz so dramatisch, denn wie gesagt, also für den Preis kann man jetzt nichts sagen. Das entscheidende Problem ist, ich hatte eine andere Pfeife gekauft. Das ist jetzt nicht unbedingt eine, die ich mir zugelegt hätte. Ich zeige euch mal Fotos von der Pfeife, die ich eigentlich haben wollte. Die hat mir deutlich besser gefallen. Die habe ich haben wollen. Stattdessen ist die gekommen. Ich habe den Verkäufer angeschrieben.
das war so ziemlich das Erste, was ich tat, als ich bemerkte, dass da was gekommen ist, was ich eigentlich gar nicht haben wollte. Und habe zur Antwort bekommen, dass der im Moment nicht erreichbar ist. Der hat nämlich seinen Laden für das chinesische Neujahrsfest bis einschließlich 5. Februar zu. Und dann schauen wir mal weiter. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das mit der Reklamation auf diese Entfernung geht, wie das funktioniert, was wir da bei rausbekommen. Und deswegen stelle ich das Video auch nicht heute ein, sondern schließe jetzt gleich an, wenn ich mehr weiß, um euch da auch einen Einblick zu geben, wie das gelaufen ist. So, ihr Pfeifenraucher. Inzwischen haben wir Februar und ich hatte beim Verkäufer die Pfeife reklamiert. Ich habe ihm geschrieben, das sei nicht die Pfeife, die ich bestellt hätte. Das sei eine Pfeife, die ich mir definitiv auch nicht bestellen würde. Und wir hatten einen kurzen E-Mail-Austausch. Er hat mir angeboten, die Pfeife mir billiger abzugeben, also mir einen Teil des Preises zu erstatten. Ich habe aber gesagt, also eigentlich möchte ich die ja gar nicht haben. Er hatte die Pfeife, die ich eigentlich haben wollte, weiterhin auch noch im Angebot. Und inzwischen ist sie da. Und ihr könnt sehen, das sind tatsächlich zwei völlig unterschiedliche Modelle. So, also, das ist jetzt die chinesische Pfeife, die ich mir bestellt habe. Die ist insgesamt gut verarbeitet. Es gibt ein ganz kleines bisschen, was ich zu meckern hätte. Auch bei dieser Pfeife war der Zierring nicht ordentlich angeklebt. Ralf meinte schon, vielleicht hätten die allen Kleber in China im Moment benutzt, um ihre Exportklamotten, ihre Exportkleidungsstücke zu parfümieren. Das kann natürlich sein. Aber das ist jetzt gar kein Problem. Das ließ sich völlig problemlos beheben. Ein bisschen schief ist sie. Ich glaube, man kann das ganz gut sehen, dass es nicht ganz zentriert ist. Aber ansonsten, die Bohrung geht wunderbar tief unten in die Tabakkammer. Die Pfeife hängt wunderbar. Jetzt muss ich nur noch probieren, wie sie sich raucht, aber ich denke, da dürfte es keine Probleme geben. Hat einen angenehmen Zug. Ist für einen 9mm Filter geeignet. Ich werde sie also auch mit dem Filter ausprobieren. Ja, die chinesische Ebenholzpfeife. Ein dunkelbraunes Ebenholz, nicht schwarz, dunkelbraun halt, aber sehr, sehr angenehm in der Hand. Hat natürlich ein ganz ordentliches Gewicht. Und diese hier, die ich euch am Anfang beschrieben und gezeigt habe. Inzwischen ist auch der Zapfen vernünftig eingeklebt. Diese Pfeife würde ich abgeben, denn ich will sie wirklich nicht. Es ist einfach nicht mein Ding. Also, wenn jemand Interesse hat an einer chinesischen Ebenholzpfeife, an dieser chinesischen Ebenholzpfeife, dann meldet er sich ganz kurz bei mir per Privatnachricht und wir machen aus, wie wir das hinkriegen. So, das war's. Ich muss nochmal sagen, ich bin außerordentlich zufrieden mit dem Kundenkontakt, den ich mit diesem Menschen hatte. Er hat sehr, sehr schnell geantwortet. Er hat außerordentlich verständnisvoll reagiert. Ich behalte jetzt die Pfeife, weil ich nicht bereit bin, sie zurückzuschicken auf meine Kosten. Ich habe die Pfeife bekommen, die ich haben wollte. Und es ging jetzt sogar relativ schnell. Dafür, dass das Ding aus China kam, die zweite Lieferung war deutlich schneller noch als die erste. Wobei das ja nun nicht an ihm hängt. Er hat die beide mit derselben Post losgeschickt. Ich kann also den eBay-Verkäufer nur empfehlen. Die Pfeifen sind anständig, der Kontakt war gut, die Reklamation hat er schnell und
zuvorkommend bearbeitet. Alles wunderbar. Ich werde einen Link zu seinem eBay-Account unten mit reinstellen, sodass ihr euch die Sachen mal angucken könnt. Ja, das war's dann von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.